Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Final Four Woche bei Radio Form. Letzter Teil heute vor dem großen Final Four am Wochenende in Hennstedt-Ulzburg mit dem HGOKT. Und alle fangen immer mit einem Spruch an. Und heute, ich habe schon gesagt, das Beste kommt quasi zum Schluss. Ich erwarte also einiges. Ihr habt einen Spruch. Haut mal raus. Komm, Leute, von hinten raus. Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen. Hula! Hallo! So, hinter uns trainiert das Team und macht sich schon bereit fürs Wochenende. Was für ein Halbfinale. OKT trifft auf Nord-Harrisley. Das war im letzten Jahr schon das Finale. Wie groß sind denn die Revanchegelüste? Sehr groß, würde ich sagen. Wir haben ja auch noch aus der Saison einiges gut zu machen. Und natürlich im Pokalfinale zu verlieren, das soll dieses Jahr anders werden. Es sind die OKT Nord-Harrisley Festspiele. Ich glaube, am 4. März geht es dann schon wieder hier in dieser Halle gegen Nord-Harrisley, wenn ich das richtig sehe. Aber erstmal geht es um diesen Pokal. Ja, um den geht es am Wochenende. Aber ich habe schon gehört, ihr wollt ihn nicht anfassen. Seid ihr so abergläubisch, dass ihr sagt, Pokal anfassen vorher bringt nichts? Weiß ich nicht. Da hat ja jeder so seine Rituale, würde ich sagen. Aber es ist schon, man sagt ja, das bringt Unglück. Und wir wollen dieses Jahr gewinnen. Deswegen machen wir lieber alles richtig. Schon mal. Jetzt gegen Nord-Harrisley, wie geht es dann an? Die sind in der dritten Liga, ihr auch. Du hast es eben schon angesprochen. Ihr kennt euch im Grunde gut. Was ist euer Matchplan oder zumindest in Teilen? Könnt ihr da schon was verraten? Ja, man kennt sich in- und auswendig. Und Harrisley ist eine Mannschaft, die individuell sehr stark besetzt ist. Und da gilt es echt, jeden Einzelnen wirklich zu bearbeiten, zu bekämpfen. Wenn wir 60 Minuten lang eine geile Abwehr stellen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Da hat man es gehört. Also, bin ich gespannt. Starke Defensive gegen eine starke Offensive, wobei eure Offensive eigentlich auch nicht so schlecht ist. Nö, hast du recht. Also in dem Sinne, ich erwarte ein offenes Spiel. Das wird sehr spannend. Es ist im Grunde ein K.O.-Spiel und das ist so eine typische Fußballerphrase. Es gibt ja im Fußball so ganz viele Phrasen, so ein Spiel hat 90 Minuten und so weiter. Aber sowas gibt es natürlich auch im Handball. Ich habe mir ein Spiel überlegt, es wird legendär, es wird fantastisch. Es heißt Phrasenform. Ich habe hier ganz viele Phrasen mal aufgeschrieben. Ich stelle euch gleich drei Final Four-Fragen, so ganz banale. Und ihr müsst versuchen, so viele Phrasen wie möglich einzubauen in eure Antworten. Mal schauen, wer die meisten in die Sätze und in die Antworten integriert. Seid ihr bereit? Habt ihr es verstanden? Also mal schauen, es ist die Premiere von Phrasenform. Ihr könnt stolz euch auf sein. Also, erste banale Frage. Was macht den Pokalreiz aus? Der Pokal hat auf jeden Fall seine eigenen Gesetze. Man kann verlieren und die anderen können gewinnen. Aber auf jeden Fall ist die Atmosphäre da das ganz Besondere, finde ich. Jedes Spiel ist ein K.O.-Spiel. Und jetzt zählt es nur noch zu gewinnen, damit man ins Finale kommt. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Deswegen gehen wir jetzt raus und gucken mal, was passiert. Mit einem Homegun. Gleich sind alle durch. Keine Medaille für uns gleich. Es ist ein Spiel um alles oder nichts. Und ja, ich hoffe, das wird fantastisch, das Spiel. Oh! Und nebenbei wollte ich das nochmal abschließen mit Phrasenform ist das coolste Spiel, was ich je gespielt habe. Oh, das wird schwer für euch zu toppen. Ja, wollt ihr den Pokal denn gewinnen? Ich glaube, 8-0 steht es jetzt. 8-9-0, ich habe mir am Ende. Ich muss jetzt 10 schaffen quasi, damit ich gewinne. Insgesamt sind 14 da, also es ist machbar, ne? Ja, die anderen sind natürlich auch stark, das will ich gar nicht sagen, aber. Oder andersrum. Aber jetzt zählt's. Ich meine, das ist für uns echt entweder alles oder nichts. Da kann alles passieren. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie Kai ja schon gesagt hat. Wir treten ja mit einem bisschen dezimierten Kader an. Also. Das ist ein Fakt. Das ist tatsächlich auch ein Fakt. Das steht hier jetzt nicht drauf. Also kann in dem Spiel tatsächlich alles passieren. Wir gucken mal, ob wir unsere Leistung abrufen können. Und wenn es nicht klappt, weiß ich nicht, woran es gelegen hat. Ja, aber. Steht das da wirklich drauf? Ja, ja. Das steht da. Dann. Tatsächlich, ja, ja. Ja, das ist fantastisch hier. Ich glaube, ich kann Kaya nicht schlagen. Eine ganz typische Frage ist ja auch immer, woran hat es gelegen? Oder woran wird es liegen, egal wie es ausgeht? Ja. Also, ein Handballspiel dauert gewissermaßen 60 Minuten. Und danach kann man analysieren, woran es gelegen hat. Und ganz klar, Pokalspiel, eigene Gesetze, kennt man im Fußball, kennt man im Handball.
wenn wir in der Kabine sind und dann schon, dann gehen wir raus und gucken, was passiert. Und in einem Spiel kann natürlich alles passieren. Ne? Und mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Oder andersrum. Ne? Oh, und dann geht's halt um... das war clever. Ne? Und dann geht's halt um alles oder nichts. Das ist ein ganz klares K.O.-Spiel. Und also Femi und ich spielen zum Beispiel sehr gerne Spiele. Und ich glaube, das Phrasen vom... ist bis jetzt echt das coolste Spiel, was wir je gemacht haben. Kann man schon so sagen, das kann man wirklich so sagen. Ich sehe schon, ihr seid voll unschlagbar da drin. Es wird sehr schwer, wir müssen das Ganze mal auswerten und hinterher schauen wir mal, wer das Ganze gewonnen hat. Ich habe noch erfahren, ihr habt einen eigenen Song. Wir haben ganz viele eigene Songs. Also wir singen sehr gerne, wir spielen nicht nur gerne Handball oder auch andere Spiele. Für die Spieler ist allerdings Femke unser Fachmann. Und wir singen auch sehr gerne. Zum Beispiel? Also jetzt nicht nur das Hula Palu. Wie kommt es eigentlich, dass Hula Palu euer Spruch ist? Weiß Andreas Gabalier da? Komm, wollen wir vermitteln? Den müssen wir mal fragen. Ich fahr im Sommer auf sein Konzert hier nach Hamburg. Dann werde ich ihn mal fragen oder ihm das mal berichten, dass wir sehr große Fans von ihm sind. Aber es kommt ursprünglich von Malle quasi. Also wir haben es aus Malle mitgenommen. Und dann haben wir es hier ein bisschen eingebürgert. So die Mentalität, so... Wer genau. Nimmt nicht was von Malle mit? Coole Nummer. Ja. Vielleicht könnt ihr ja diesmal was mit hinbringen. Was für eine Schlussüberleitung. Vielleicht habt ihr dann den Pokal. Ich glaube, trinken kann man vielleicht auch ganz gut da draus. In diesem Sinne, aber einen eigenen Song, so ein OKT. Die Gegner sagen, oh weh. Irgendwie sowas. Habt ihr da was? Du hast einen Song geschrieben, hat man mir sagen lassen. Ich habe Hula Palu umgedichtet, natürlich. In was für einen Text? Ich hätte meine Ukulele, wenn ihr das Ding gewinnt, oder wenn auch nicht, ist auch egal. Ich komme einfach nach dem Final Four nochmal rum und dann machen wir das zusammen. Dann bringe ich die Ukulele mit. Wenn die musikalische Begleitung stimmt, dann klar, gerne. Wollen wir das machen? Das zählt. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg am Wochenende. Danke. Wir sehen uns. Und ach so, ganz wichtig noch, markiert eure Freundin oder euren Freund, mit dem ihr am Wochenende hinkommt. Zum absoluten Klassiker, OKT gegen Nord-Harrisley. Und dann könnt ihr 2x2 Karten hier gewinnen. Einfach das Ganze hier drunter kommentieren und dann markieren. Und dann könnt ihr euren OKT unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank. Viel Erfolg. Finale, ne? Ich bin gespannt. Ich werde da sein. Also, ich hoffe, wir sehen uns auch. Ciao.